Ja, viele Fragen gab es auch zu einem anderen Thema in den vergangenen Tagen und Wochen, nämlich zur Hochstraße Süd. Wie sieht es da eigentlich aus mit dem Zeitplan? Da sind ja immer wieder andere Meldungen aufgeploppt. Und genau deshalb hat heute die Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck höchstpersönlich in den Pfalzbau geladen, um aufzuklären und sich den Fragen zu stellen. Die Interessierten konnten da genau über die Abrissagenda sprechen. Und noch bis 19 Uhr steht Jutta Steinruck mit anderen Vertretern der Stadt sowie Baufirmen Rede und Antwort, wie es weitergehen soll. Hauptthema wird wohl sein, ob denn der eng gesteckte Plan bis Juni 2020 tatsächlich eingehalten werden kann und warum die vergangenen zwei Wochen so turbulent waren in Sachen Hochstraße Süd. Viele Fragen, die die Bürger hatten, Fragen, die aber auch unser Reporter Pascal Buchsteg hat, die er eben genau an Jutta Steinruck stellen kann. In den letzten zwei Wochen ging es ja tatsächlich ein wenig hin und her. Erst hieß es, es gäbe keine Firmen, die die benötigten Teile für die Stützkonstruktion herstellen könnten. Eine Woche später hieß es, man hätte jetzt Firmen gefunden, die Teile würden hergestellt. Man könne aber noch nichts Genaues zum Zeitplan sagen. Jetzt sind wir noch eine Woche weiter. Und Frau Steinruck, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Ist das Ende Juni 2020 in Sicht? Tatsächlich wird die Abbruchfirma, mit der wir einen festen Zeitplan vereinbart haben, uns in den kommenden Tagen oder Wochen darüber informieren, inwieweit sie den Plan einhalten können. Glücklicherweise hat die Abbruchfirma jetzt Lieferanten für die Stützkonstruktion gefunden, also für die Teile, die für die Stützkonstruktion zu fertigen sind. Wir hoffen und wir werden alles tun, dass wir den Zeitplan einhalten und das wird auch die Abbruchfirma so hoffentlich hinbekommen. Aber bei solchen hochkomplexen technischen Abrissvorhaben, die so eng eingerahmt sind, zum Beispiel vom Bahndamm oder von Häusern, ist es immer sehr, sehr schwierig und man muss auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Jetzt hieß es ja, man könnte keine Firmen für die Teile finden, denn die Auftragsbücher seien voll, Stadt und Abbruchfirma würden aber gemeinsam danach suchen. Am Ende hat es aber dann die Berichterstattung entschieden, nach der sich etwa 40 Firmen bei der Stadt und der Firma gemeldet haben. Warum konnten sie nicht selbstständig diese Firmen auftreiben? Warum mussten die sich erst bei ihnen melden? Es ist nicht die Stadt, die diese Firmen gesucht hat und beauftragt hat, sondern tatsächlich ist es das Abbruchunternehmen. Die hatten sich, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, die Konjunkturlage. Ist ja schön, wenn die Auftragsbücher der Zulieferer voll sind. Und ich bin sehr dankbar, dass es Unternehmen gab, die gesagt haben, auch Unternehmen aus der Region, die gesagt haben, das ist wichtig, das ziehen wir vor, wir kriegen das hin. Und da hat auch der Aufruf in der Pressekonferenz positive Früchte für den weiteren Fortgang der Hochstraße Süd gebracht. Wenn jetzt die Auftragsbücher so voll sind, kann denn dann das Ziel der neuen Hochstraße 2025, kann man da jetzt schon sagen, wir werden dann fertig, man kann dieses Ziel erreichen? Ja, es sind ja immer unterschiedliche Gewerke. Jetzt ging es um Stahlkonstruktion, um Beton. Einzelfertigungsteile. Wir sind ja mit den Vorarbeiten für den Ersatzneubau schon sehr weit. Wir werden die technische Planung jetzt europaweit ausschreiben. Es ist ein Geldbetrag, wo eine europaweite Ausschreibung notwendig ist. Das dauert dann, da haben wir Formalia einzuhalten. Wir haben zum Glück jetzt verkürzte Planfeststellungsverfahren, was in Bundesrat und Bundestag entschieden wurde, wurde ja auch entschieden wegen der Situation Ludwigshafen. Ich bin froh, dass es auf unsere Situation passt und wir sehr viel schneller dann auch durch die Planfeststellung kommen. Und dann geht es wieder darum, auszuschreiben und ein Unternehmen zu finden, das das dann realisiert. Wir sind der guten Hoffnung, 2025, 2026 schaffen wir das. Frau Steinruck, vielen herzlichen Dank. Ja, es ist und bleibt ein spannendes Thema. Wir werden es natürlich weiter verfolgen. Danke auch an dieser Stelle an Pascal.